Hallo zusammen. Wie jeden Tag legen wir Ihnen die Welt zu Füßen. Dank Stadtlandkunst ist das Leben doch schön. Gleich versetzen wir sogar Berge für Sie. Um diese Zugstrecke über die Alpen zu bauen, hat es Ingenieurskunst und viel Muskelkraft gebraucht. Mit diesem Meisterwerk fahren wir von Wien nach Triest. In Malta sagt man, dass der Weg zum Herzen eines Mannes durch den Magen geht. In Geschmackssache verraten wir Ihnen deshalb das Rezept für Stufat Talfenek, ein köstliches Hasenragout. In Paris erobern wir schließlich das Herz von Voltaire. Wir finden das Herz des Philosophen in der Bibliothek Richelieu. Nicht nur sein Leben war aufregend, sondern auch die kuriose Geschichte seines Leichnams. Doch zunächst unsere Rätselfrage. Welche europäische Stadt wurde als letzte von den Nazis befreit? Jacques Tati hat dort in den 50er Jahren einen Großteil seines Films Die Ferien des Monsieur Hulot gedreht. Die Stadt wurde zu diesem Zeitpunkt gerade wieder aufgebaut, da Bomben sie zu 85% zerstört hatten. Die Antwort erfahren Sie am Ende. E ist gleich m mal c Quadrat. Das ist die einzige mathematische Formel, die ich auswendig kenne. Er hingegen konnte die Landschaften seiner Heimat Russland als Gleichung und Vers erzählen. Wir besuchen jetzt den Dichter und Mathematiker Velimir Chlebnikov. Im Wolga-Delta begegnen sich Wasser und Erde, der Fluss und das Kaspische Meer, die Vögel und die Völker und manchmal sogar die Götter. An diesem neuralgischen Punkt von Russland erblickt Velimir Chlebnikov, einer der rätselhaftesten Dichter seiner Zeit, 1885 das Licht der Welt. Sangesi ist eines seiner bedeutendsten Werke. Chlebnikov ist Gründungsmitglied des russischen Futurismus, einer Künstlerbewegung, die die hergebrachte Ästhetik ablehnt. Der Dichter ist rastlos, reist auf Waggondächern durchs Land und transportiert seine Werke in einem Kopfkissenbezug. Bei seinen Zeitgenossen löst er Bewunderung und Verwunderung aus. Er träumt von einer universellen Sprache, die alle Wesen auf Erden vereint, und lässt mathematische Formeln in seine Dichtung einfließen, um die Zukunft vorherzusagen. Er revolutioniert die russische Lyrik. Ähnlich wie Adern verteilen sich im Wolga-Delta die Kanäle, welche die Erde speisen. Sie verzweigen sich über einer Fläche von mehreren Dutzend Quadratkilometern. Ein Paradies für Wasservögel. Hier entdeckt Velimir Chlebnikov gemeinsam mit einem befreundeten Dichter das Naturreservat seines Vaters, des Ornithologen Wladimir Chlebnikov. In dieser blau gefärbten Weite offenbart sich dem Dichter eine ganz eigene Welt. In seinen Augen trifft die Wolga auf den heiligen Fluss der Pharaonen. Für uns Russen ist die Wolga eine Lebensader, die das Land von Norden nach Süden durchzieht. Der Nil fließt in entgegengesetzter Richtung, als wolle er auf die Wolga treffen. Der Nil fließt von Süden nach Norden. Das Nildelta sieht so aus. Das Wolga-Delta hingegen so. Beide Flüsse gemeinsam fließen durch ganz Europa, Asien und Afrika. Er stellte sich vor, dass sich beide Flüsse in einem metaphysischen Raum treffen. Dass in der Natur alles miteinander verbunden ist. Der Vogelzug, wie die Vögel miteinander kommunizieren, wie sie in den Süden aufbrechen und hier nisten. Chlebnikov strebt nach einem Gesamtkunstwerk, in welchem Sprache die gesamte Komplexität der Welt ausdrückt. Ein gelungenes Beispiel hierfür ist sein episches Gedicht Sangesi mit einem imaginären Propheten als Hauptfigur. In Sangesi koexistieren alle Welten, die der Vögel, die der Götter, die der Menschen und die der Zahlen. Und Velimir hat Humor. Er lässt ständig die Sprache des Volks einfließen, das seine Figur Sangesi verurteilt. Ein dummer Waldmensch ist zu uns gekommen. Das ist die Predigt vom dummen Waldmenschen. Velimir schreibt, dass man auch ihn auf diese Weise wahrnehmen wird. Ihn und auch sein Werk.
Für mich ein Schmetterling, der in den Raum des menschlichen Lebens geflogen ist, um die Handschrift meines Staubes zu verlassen. An den Heckfenstern mit der Unterschrift eines Gefangenen. Auf strengen Steingläsern. So langweilig und grau ist die Tapete des menschlichen Lebens, transparente Fenster sagen nein. Ich habe mein blaues Leuchten bereits gelöscht, Punktmuster, meinen blauen Flügelsturm und die erste frische, zerbrechliche Farbe entfernt, Flügel verblasst und transparent und hart. Ich klopfe müde an das Fenster des Menschen. Ewige Nummern klopfen von dort an. Wenn ich nach Hause rufe, wird eine Nummer zurück zu Nummern gerufen. Die Welten kommunizieren miteinander. Willimir betrachtete Zahlen und die Mathematik, wie er die Dichtung betrachtete. Als eine sehr noble Wissenschaft, die mehr über das Universum wissen möchte. Deshalb prophezeite er Ereignisse. Er sah sich selbst als eine Zahl, im mystischen Sinne. Wenn er sagt, die Nummern klopfen von dort an, dann möchte er, dass der Dichter zu den Zahlen zurückkehrt. Es ist die Verbindung der Welten. Ich klopfe müde an das Fenster des Menschen. Das heißt, er will in die andere Welt eintauchen, die der Energien. Die Nummern rufen ihn, denn er hat verstanden, dass sein Körper nur eine Hülle ist. Deshalb gab er auch nicht viel auf seinen Körper. Er schlief während seiner Reisen auf dem nackten Fußboden. In einem Naturreservat auf dem Festland, im Schatten großer Pappeln, befindet sich das Grab von Wladimir Chlebnikow, dem Vater des Dichters. In seiner Kindheit und Jugend war Willimir sehr stark von der wissenschaftlichen Arbeit seines Vaters beeinflusst. Er selbst beobachtete auch sehr gern Vögel. So ist es kein Zufall, dass der Titel eines seiner ersten Jugendgedichte lautete: Wovon singst du, Vögelchen im Käfig? Und in seinem letzten Werk, Sangesi, ist der erste Teil den Vögeln gewidmet. Man begegnet einem jungen Vogelfänger. Willimir besinnt sich auf seine Kindheit zurück. Von oben auf der Tanne seine silberne Kehle aufplusternd. Der Laubsänger. Oben im Haselnussstrauch die Waldammer. Die Goldammer. Der Bergfink. In diesem Gebiet der Vögel sind auch Nomaden mongolischen Ursprungs zu Hause, die Kalmücken. Sie sind das einzige buddhistische Volk auf dem europäischen Kontinent. In dem kleinen Dorf Retschneue ist der letzte historische kalmückische Tempel aus dem 18. Jahrhundert erhalten geblieben. Der Kontakt zu dieser Kultur seit dem zarten Kindesalter nährt die Suche des Dichters nach dem Universellen. Ich habe das Schwarz der Veden gesehen, den Koran und das Evangelium und auf flacher Seide die Bücher der Mongolen, gemacht aus Asche der Steppe, duftender Kisak, wie es die kalmückischen Frauen im Morgengrauen tun, ein Feuer machen und sich selbst auf dieses Feuer legen. Die weißen Witwen haben sich in einer Rauchwolke versteckt, um das Erscheinen des ersten Buches zu beschleunigen, dessen Seiten die großen Meere sind. Die azurblau Schmetterlingsflügel zittern.
Der Dichter Chlebnikow hatte einen universellen, kosmischen Blick auf die Welt. Er war ein Mann des Universums. Evangelien, buddhistische Sutras und der Koran sind Erschaffungen des Geistes, die eine gemeinsame Sprache finden sollten, um in den Dialog zu treten. Dass er sich zum Buddhismus hingezogen fühlte, war, denke ich, der Ausgangspunkt für diesen Dialog. Chlebnikow ist auf dem Boden der buddhistischen Kalmücken geboren. Er fühlte sich seit seiner Kindheit zu ihnen hingezogen. Als er später auf die Universität in St. Petersburg ging, hat er sich nach seinem Mathematikstudium 1,5 Jahre dem Studium des Sanskrit gewidmet. Stepan Botjew ist fasziniert von diesem Werk. Er illustriert die Gedichte Chlebnikows bereits seit 20 Jahren. ...160 Kilometer von hier, in der Nähe des Salzsees Baskunschak, erhebt sich der Bogdo-Berg. Eine Legende besagt, dass zwei buddhistische Mönche den Berg ans Ufer der Wolga versetzen wollten. Einer von ihnen wurde dabei von dem Koloss erdrückt. Sein Blut hat die Erde des Berges rot gefärbt. Diese Region Russlands ist sehr flach. Der Bogdo-Berg erhebt sich wie eine große Kuppel inmitten der gelben Steppe. Wie ein Vulkan, ein riesiger Kegel, der zum Himmel ragt. Wie Stufen, die zum Himmel führen. Für Chlebnikow wird der große Bogdo zu poetischem Zauber. Der Bogdo-Berg ist der Ausgangspunkt für das Gedicht Hadji Tarhan. Dort, wo die Wolga wie ein Pfeil erbebt, ein großes Lachen des jungen Meeres, der Bogdo-Berg. Schwarzer Strich, der Blick des Fischers. Das Nomadenwort des Gesangs im Ohr des Reisenden wird erzählen, der lebendige Hügel wurde losgelassen. Ein heiliger Mensch hat ihn losgelassen. Einziger Hügel, der die Weiden durchbohrt hat. Den Namen des Heiligen hat das Land schon lang vergessen. Hoch und azurblau, steil an den Hängen, das Refugium der Falken ist dabei, sich zu mausern. Das Gedicht ist Astrachan gewidmet, das ursprünglich Hadji Tarhan hieß. Die Stadt liegt an der Mündung der Wolga ins Kaspische Meer und wird von einer Festung aus weißem Stein überragt, dem Kreml. Es ist die letzte russische Stadtmauer vor Asien. Chlebnikow widmet dieser Grenzstadt einen Text. Diese Stadt hat das Meer beschützt. Sie war in Wahrheit Hauptstadt des Meeres. Eine Anspielung auf die Türme von Assyrien, diese Hecken mit ihrem Kosakendorf. Und bei den nächtlichen Wolken, weiß und klar, erhebt sich der Tempel hoch und weiß. Mit kaum schwingendem Glockenturm rief er das Terrestrische auf, zufriedener zu sein. Dieser Tempel ist die Maria-Entschlafenskathedrale. Er war Zeuge zahlreicher tragischer Ereignisse. Jetzt appelliert der Tempel an den Frieden. Rief er das Terrestrische auf, zufriedener zu sein. Chlebnikow war ein großer Pazifist. Als Motto für unsere Zeit könnte man seinen Satz nehmen: Menschen, ertränken wir die Feindseligkeit im Sonnenlicht. Der Dichter lebt in unruhigen Zeiten. Die Niederlage Russlands gegen Japan, die Revolution von 1905, der Erste Weltkrieg. In der Stadt Astrachan ist sein Elternhaus noch erhalten. Der umherirrende Dichter, der nie wirklich einen festen Wohnsitz hat, kommt nach seinen Reisen gern hierher zurück. Er hat in diesem Haus viel an seinem mathematischen Werk »Die Tabellen des Schicksals« gearbeitet. Dieser Titel kommt von den Kalmücken. Es sind die authentischen tibetischen Tabellen, mithilfe derer die Astrologen das Schicksal einer Person errechneten. Chlebnikow versuchte, das Schicksal der Nationen zu errechnen.
Es sind reine mathematische Berechnungen. Er glaubte, dass Zeit in Zyklen funktionierte, dass sich die Ereignisse nach einer gewissen Zeit ganz oder teilweise wiederholen. Er hat mehrere Jahre gebraucht, um die Formel für diesen Zyklus zu finden. Und er hat sie schließlich gefunden. 1912 präsentiert er in seinem Buch »Der Schüler und sein Lehrer« eine Reihe von Gleichungen und fragt: Muss man nicht den Niedergang unseres Landes erwarten? Auf diese Weise hat Chlebnikow unter anderem die bolschewistische Revolution von 1917 vorhergesagt. Derjenige, der die Zukunft entschlüsseln und seine eigene Sprache entwickeln wollte, hat auch seine eigenen Schreibwerkzeuge hergestellt, so wie diese Feder. Ich schreibe nun mit dem Stiel einer getrockneten Weide. Sie trägt kleine Büschel, kleine Kügelchen zusammengeknüllter Seide. Eine Bande pelziger Feldhasen, die auf der Straße umhergesprungen sind. Chlebnikow ist erschöpft vom rastlosen Leben, Hunger und Typhus. Er stirbt 1922 im Alter von 36 Jahren. Sein kühnes Werk ist einer der schönsten poetischen Versuche, die Ganzheit der Welt zu erfassen, jenseits der Grenzen von Raum und Zeit. Im Gegensatz zu Chlebnikow hatte diese Familie die russische Revolution nicht kommen sehen. Um den Verfolgungen zu entgehen, haben sie sich 40 Jahre lang im tiefsten Sibirien versteckt. 40 Jahre in Sibirien, das kann sehr, sehr lang werden. In diesen Gefilden dauert der Winter meist lang. Es scheint ihm gut zu gefallen in Sibirien. Der Schnee fängt erst im Mai an zu schmelzen und kommt im September schon wieder. In den Flüssen schwimmen Eisblöcke und hungrige Wolfsrudel regieren über die Taiga. Nicht unbedingt die angenehmste aller Gegenden. Aber ein hervorragendes Versteck. 1936 sucht die Familie Likow hier Unterschlupf. Sie sind Mitglieder einer fundamentalistischen orthodoxen Sekte namens die Altgläubigen, die seit dem 17. Jahrhundert verboten war. Sie waren sich sicher, dass sie hier in der sibirischen Eiseskälte keiner finden würde. Und sie sollten auch fast zumindest Recht behalten. Erst 40 Jahre später wurden sie entdeckt und das auch nur aus purem Zufall. Der Vater, die Mutter und zwei Kinder siedeln sich hier an. Sie kommen mit fast leeren Händen. Außer ein paar Töpfen hatten sie kein Gepäck. Als diese vom Rost zerlöchert sind, werden sie durch Gefäße aus Baumrinde ersetzt, in denen die Lebensmittel jedoch nur schwer gar werden. Die Familie ernährt sich von Kartoffeln und Roggen. Dies ändert sich erst in den 1950er Jahren, als der Sohn alt genug ist, um jagen zu gehen. Mit handgemachter Ausrüstung, versteht sich. Es kommen noch zwei Kinder hinzu. 40 Jahre später leben von den 6 Familienmitgliedern noch 5, als eine Truppe Geologen mit dem Hubschrauber über ihre Hütte fliegt. Man schreibt das Jahr 1978. Die Mutter ist vor ungefähr 15 Jahren gestorben. Die Untergeschlüpften wissen nicht einmal, dass der Zweite Weltkrieg stattgefunden hat. So erfolgreich haben sie sich vor dem Rest der Welt versteckt. 3 der Kinder folgen bald der Mutter nach, dann der Vater. Übrig bleibt schließlich nur noch die jüngste Tochter, Agafja. Eine Berühmtheit in Russland. Mit über 70 Jahren lebt sie auch heute noch allein im tiefsten Sibirien. Jetzt setzen wir unsere Reise mit einem Zug fort. Mit diesem Zug wurden solche Steine transportiert. Das ist Erz und ziemlich schwer. Dieser Stein, der aus der Mine des Herzbergs in der Schweiz kommt, erzählt die Geschichte einer außergewöhnlichen Zugstrecke. Jeder Morgen beginnt mit einem Blick auf die erste Gebirgseisenbahn der Welt, auf das herrliche Viadukt, die Kalterinne, das seit 167 Jahren besteht. Es ist für mich der schönste Platz auf der Welt. Eine Mischung aus unberührter Natur und menschlicher Ingenieurskunst macht diesen Ort in den österreichischen Alpen unterhalb des Semmering-Massivs zu etwas Besonderem. Vor dem Bau der Zugstrecke über den gut 900 Meter hohen Pass kam man nur auf Umwegen von der Hauptstadt Wien nach Triest. Und das war der einzige Zugang Österreich-Ungarns zum Meer. Doch Mitte des 19. Jahrhunderts sorgen außergewöhnliche historische Umstände und ein wagemutiger junger Ingenieur dafür, dass ein wahnwitziges Projekt Gestalt annimmt.
Es soll eine Schienenstrecke entstehen, die über den Semmeringpass führt. Der Abschnitt ist nur 41 Kilometer lang, aber eine echte Revolution für Österreich. Er ermöglicht die Eröffnung der Südbahn und schafft so eine zentrale Verbindung zwischen Nord und Süd. Damals innerhalb von Österreich-Ungarn, heute in Europa. Bevor sich die Eisenbahn durch die Bergwelt schlängelt, transportieren nur schwankende Kutschen Menschen und Waren über einen steinigen Pfad. Sie bewegen sich durch die Täler, um anschließend mühsam den Pass zu erklimmen. Bis im Jahr 1848 die Aufständischen des Völkerfrühlings die österreichische Hauptstadt erreichen. Man wollte die Revolutionäre aus der Stadt Wien, aus der Hauptstadt, herausbringen, damit wieder Ruhe einkehrt und eben mit Arbeit zu versorgen. Und das war dann mit dem Bau dieser Strecke auch gewährleistet, weil bis zu 20.000 Arbeiter damit auch beschäftigt waren. Und von einem Tag auf den anderen, noch ohne offizielle Genehmigung des Kaisers, hat man begonnen, mit der Semmeringbahn zu bauen. Man hat erst wenige Jahre zuvor in Österreich die ersten Eisenbahnstrecken eröffnet. Und dann hat man sich bereits über ein so mächtiges Projekt drüber getraut, wie eben eine Gebirgsbahn zu errichten. Das hat es weltweit noch nicht gegeben. Es geht darum, 500 Höhenmeter mit Zügen zu überwinden, die eigentlich für Fahrten in der Ebene konzipiert sind. Diese Herausforderung will sich ein junger Mann namens Karl von Geger stellen. Er stammt aus Venetien im Süden des Kaiserreichs. Zuerst lässt er in Rekordzeit Lokomotiven mit zehnfacher Zugkraft entwickeln. Und das Streckenstück, wo wir jetzt gerade fahren, war auch Teil einer Versuchsstrecke ganz zu Beginn, weil man hatte auch noch nicht gewusst, ob eine Lokomotive diese Strecke überwinden kann oder ob sie einfach wieder zurück hinunterrutscht. Nachdem dieser wichtige Schritt getan ist, kann der Bau des neuen Streckenabschnitts zwischen Glocknitz und Mürzzuschlag mit großen Schritten vorangehen. Ja, wir fahren jetzt aus dem Klammtunnel heraus. Man hat auch einen wunderschönen Blick hier auf die Burgruine Klamm. Also die Landschaft ist ja sehr spektakulär, auch die Ausblicke. Und die Tunnels, ja, das war wirklich eine Meisterleistung. Man hat insgesamt 15 Tunnels errichtet. Der längste ist 1,5 Kilometer, der kürzeste nur 13 Meter und wurde in reiner Handarbeit und nur mit Schwarzpulver gesprengt. Schwarzpulver ist weniger schlagkräftig und präziser als Dynamit und erlaubt keine spektakulären Fortschritte. Dennoch gelingt es den Arbeitern, den Berg zu bezwingen. Neben Tunneln bauen sie 16 Viadukte, um die Täler zu überbrücken. Wir fahren jetzt über die Kalte Rinne. Das ist das berühmteste Viadukt der Semmeringbahn, zweistöckig, in der Gesamtlänge von 184 Metern. Das über einen fast 50 Meter tiefen Abgrund gebaute, gekrümmte Viadukt ist das Herzstück der neuen Strecke. Ja, es war so, dass man die großen Quadersteine hier aus der Gegend holte und da nach dem Viadukt war der Platz, wo sie zwischengelagert wurden. Und die Arbeiter mussten das händisch gerade schlagen. Transportiert wurde alles mit Ochsen. Und hier war der große Sammelplatz. Hier war die Verwaltung. Die Tausende von Arbeitern auf der Baustelle stammen aus allen Teilen des Kaiserreichs. Einige von ihnen übernachten in Holzbaracken am Fuß des Viadukts. Tagsüber arbeiten sie unter extremen Bedingungen. Das Schwierige war ja auch die Weinzettelwand. Wie sie die Weinzettelwand bauen wollten, diese Umfahrung, ist der ganze Berg ins Rutschen gekommen. Die 14 Arbeiter sind tot und man musste dann ausweichen auf 3 Tunnels. Nicht nur Unfälle, auch Cholera- und Typhusepidemien erschweren die Bedingungen. Die Arbeiter leben ohne jeglichen Komfort und unter schlimmsten hygienischen Verhältnissen.
Nach 6 Jahren Bauzeit für dieses Mammutprojekt gibt es über 1000 Tote zu beklagen. Dies ist der Preis für die beiden Streckenabschnitte der Südbahn, dies und jenseits des Passes, aber auch für die Verbindung des restlichen Kaiserreichs nach Süden über Wien. 1854 wurde die Bahn eröffnet und seitdem fahren so wie heute die Züge über den Berg von Dresden, vom Süden bis hinauf nach Prag in den Norden, Tschechien, Slowakei, Polen, das wird alles über diese Südhauptstrecke bedient. Die Adria, das Mittelmeer. Mit der Eröffnung der Südbahnstrecke wird der Traum von Südeuropa endlich Wirklichkeit. Die ersten Reisenden nach Triest oder Venedig entdecken die bis dahin unberührte Bergregion, die nur 100 Kilometer südlich von Wien liegt. Selbst die kaiserliche Familie gibt sich die Ehre. Der Kaiser selbst hatte kein Interesse an der Bahn, aber die Sissi war sehr reisefreudig und er hatte eine große Jagdgesellschaft zu Besuch und sie konnten überreden, dass man mit den Gästen mit einem Zug über den Semmering fährt. Hoch oben auf dem Pass liegt das Bauerndorf Semmering. Der Weiler hat damals nur 60 Einwohner und verwandelt sich im Handumdrehen in eine Bergstation, die bei den oberen 10.000 von Wien sehr beliebt ist. Der Generaldirektor der Südbahn war überzeugt, er muss hier etwas bauen, um diese Landschaft zu verkaufen. Und nach dem Vorbild von englischen, amerikanischen Privatbahnen, wo überall Hotels sind, wurde das erste Hotel, das Hotel Semmering, hier gebaut. Ein Hotel in eine so tolle Landschaft zu bauen, zur Erforschung dieser Landschaft, zur Erforschung der Natur, zum Wandern in der guten Luft, das war einmalig in Österreich, das war überhaupt die Geburt des Tourismus. Das Südbahnhotel ist so erfolgreich, dass es schon bald vergrößert werden muss und von 2 weiteren Prunkbauten und stattlichen Villen umgeben wird. Seine Geschichte ist seitdem untrennbar mit der von Semmerings Bevölkerung verbunden. Hallo, Horst, grüß dich. Servus, lieber Freund. Herzlich willkommen beim Südbahnhotel. In der Zwischenzeit bin ich mit meinem Alter jetzt schon Zeitzeuge, weil meine Mutter 36 Jahre im Südbahnhotel gearbeitet hat und ich als kleines Kind schon im Südbahnhotel aus- und eingegangen bin. Du hast, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im Südbahnhotel im Hallenbad schwimmen gelernt, oder? Im Hallenbad schwimmen gelernt, beim Portier Scherhofer, der gleichzeitig Schwimmlehrer war. Ich darf sagen, ich in meiner Jugend, ich war bei 2 Bällen noch schön, dabei. Schön. Und es war ein grandioses Fest. In der Blütezeit hatte das Südbahnhotel 350 Zimmer. Semmering wurde auch Hoch Wien genannt. Die Bahn war das wichtigste Verkehrsmittel. Es waren sehr viele aristokratische Gäste hier zu Gast. Kaiser, Königshäuser, Politiker, Politikerinnen, Künstler und Künstlerinnen, angefangen von Arthur Schnitzler über Stefan Zweig, über Alma Mahler. Sigmund Freud war auch im Sommer, mehrere Sommer hier zu Gast. Wenn der Zug die Glitzerwelt von Semmering verlässt, lässt er auch Niederösterreich hinter sich und überquert die Grenze zur Steiermark. Diese österreichische Region grenzt an Slowenien im Süden des Kaiserreichs. Neben Personen können nun vor allem Waren befördert werden. Die bis dato von der Welt abgeschnittene Region profitiert davon als erste. Die Steiermark ist ja bekannt für die Eisenindustrie bereits seit dem Mittelalter. Aber durch die Südbahn hat sich dann natürlich die Industrie direkt an der Eisenbahn auch angesiedelt. Im Norden der Steiermark hat die Eisenbahn die größten Auswirkungen. Hier verbirgt sich ein Schatz im Erzberg, das größte Eisenerzvorkommen Mitteleuropas. Um den Erzberg mit der Südbahn zu verbinden, wird schon bald ein neuer Streckenabschnitt gebaut. Die Innerberger Hauptgewerkschaft
hat damals die Notwendigkeit gesehen, hier privat vom Betrieb aus eine Bahn nach Süden zu bauen. Sowohl für den Transport von Waren, besonders natürlich fürs Erz und für Kohle, aber auch für den Personenverkehr. Und das war um 1873 der Start für eine enorme Entwicklung in diesem Tale. Und von hier aus wurden dann unwahrscheinliche Mengen von Erz nach Norden und nach Süden verfrachtet, also bis an die Adria. Doch der ökonomische Aufschwung endet abrupt nach dem Ersten Weltkrieg. 1919 teilt der Vertrag von Saint-Germain Österreich-Ungarn auf und die Adriaküste wird Italien zugeschlagen. Die Südbahn verliert dadurch ihren direkten Zugang zum Meer. Ihre strategische Bedeutung entdeckt man aber mehr denn je Ende der 1930er Jahre. Kurz vor dem Krieg nehmen die Nationalsozialisten unter Hermann Göring das Erzbergwerk zu Rüstungszwecken in Dauerbetrieb. In den Kriegsjahren, wo die Produktion am Erzberg gigantisch stieg, wurden auch entsprechend Menschen hier benötigt. Ganz extrem war es im Zweiten Weltkrieg. Ein Großteil der Eisenerzbevölkerung war im Krieg gebunden und wir hatten unwahrscheinlich viele Zwangsarbeiter. Wir sprechen hier zwischen 8.000 bis 9.000. Und wir haben eine irrsinnige Produktionssteigerung. Nach den dunklen Jahren und der Zeit des Kalten Krieges fällt der Bahnstrecke von Semmering wieder ihre eigentliche Aufgabe zu. Heute ist sie wieder wie früher eine der wichtigsten Achsen des transalpinen Handels. Und wer das langsame Reisen wieder entdecken möchte, den lässt sie in österreichische Landschaften von zeitloser Schönheit eintauchen. Jetzt bitte ich Sie zu Tisch. Ich weiß, viele von Ihnen warten ungeduldig auf diese Rubrik. Geschmackssache lädt Sie heute nach Malta ein. Es gibt Hase. Auf der Insel kocht man den sehr gerne. Es gibt sogar Verkostungen, wo ausschließlich Hase serviert wird. Anna zeigt uns, wie man Stufat al Fennec zubereitet. Razet heißt Bauernhof. Hi. Hallo. Das hier ist ein Teil des Altbaus. Daran haben sie angebaut. Hast du jetzt genügend Licht? Ist es nicht schön? Joyce, wir waren auf dem Markt. Heute koche ich einen Hasen. Schon zur Zeit der Kreuzritter des Malteserordens hat Hase zu den typischen Gerichten gehört. Wir brauchen Schweinespeck, einen ganzen Hasen, Schweinebauch, Karotten, Milch und Anchovies. Zwiebeln, ein bisschen Fenchel, Erbsen, Mehl und ein spezielles Gewürz für Hasenfleisch. Ich habe vergessen, Trockenpflaumen zu kaufen. Hier sind noch welche. Wir brauchen nur ganz wenig. Zuerst muss man den Schweinespeck klein schneiden. Der ist wichtig für den Geschmack. So, die Pfanne muss sehr heiß sein. Ich gebe Knoblauch hinein. Dann nehme ich wieder etwas davon heraus. Ich mag nicht, wenn es angebrannt schmeckt. Jetzt wird das Mehl mit Salz und dem Spezialgewürz vermischt. Das ist sehr wichtig, weil das Hasenfleisch keinen sehr starken Eigengeschmack hat. Und dann wird der Hase mit dem Mehl paniert. Wir braten den Hasen in dem Schweinefett mit Knoblauch an. Der Geheimtipp für eine schöne Kruste ist es,
die Hitze stark zu erhöhen. Ein Hase reicht für ca. 2 bis 3 Personen. Wenn man für mehr Leute kocht, braucht man 2 Hasen. Jetzt hole ich den gebratenen Hasen heraus. Dann schäle und schneide ich die Karotten. Hier in Malta glaubt man übrigens fest daran, dass Liebe durch den Magen geht. Jetzt braten wir den Schweinebauch an. Alle Zutaten sind vorbereitet. Zuerst die Zwiebeln, dann die Karotten und die Erbsen und die Backpflaumen. Wir fangen an mit der Schweinebrust, dann das Hasenfleisch und darauf kommen die Anchovies und ein bisschen Öl. Darüber gießt man dann die Milch. Es ist super lecker. Ich esse alles auf. Man kann gar nicht anders, als das zu essen. Die Kalorien ist es allemal wert. Ja, diese Anna weiß genau, was unser Herz erfreut. Ich kenne jemanden, dessen Herz ein Schicksal wie aus einem Spionagefilm hatte. Ein Herz, das ganz Frankreich verehrt hat. Im Pariser Börsenviertel hat die Finanzwelt nicht das Monopol auf die Herzen. Denn auch die alte Nationalbibliothek prägt das zweite Arrondissement. Das nach Kardinal Richelieu benannte Gebäude bewahrt ein dokumentarisches Erbe von unschätzbarem Wert. Die Kuppel der Salle La Brust und der Anblick tausender Buchrücken lassen Besucher immer wieder staunen. Ein Labyrinth aus Lesesälen und Gängen, das noch immer nicht alle seine Geheimnisse preisgegeben hat. Die alte Pariser Nationalbibliothek birgt eine kuriose Geschichte, in der eine Entdeckung den Geist eines berühmten Verstorbenen aufleben lässt. Der Gerichtsmediziner und Anthropologe Philippe Charlier führt uns zurück in die 20er Jahre, als der neue Verwalter der Nationalbibliothek seinen Dienst antritt. 1924 hieß der neue Verwalter Pierre Roland Marcel. Er hat viel Einsatz gezeigt und zunächst einmal das gesamte Gebäude inspiziert. Raum für Raum, Denkmal für Denkmal, Objekt für Objekt. Dabei ist er auf diese vergessene Statue gestoßen, die dick mit Staub bedeckt war. Der schelmische Blick, das von Falten gezeichnete Gesicht, kein Zweifel, hier handelt es sich um Voltaire. Das Interessante ist nicht die Statue selbst, sondern das, was sich direkt darunter befindet. Das kleine Metallschild mit der Inschrift Voltaires Herz. Die drängendste Frage war, ist dieses Herz immer noch da drin? Der Verwalter hat keine Zeit verschwendet, die Statue in den Salon d'Honneur bringen lassen und sie im Beisein namhafter Persönlichkeiten aus Literatur, Wissenschaft und Kirche öffnen lassen. Es war wie ein Wunder, aber Voltaires Herz war tatsächlich noch da. Es befand sich in einem kleinen Reliquienschrein aus Metall, eingewickelt in ein Tuch im Inneren einer Holzkiste. Aber wie ist das Herz des Schriftstellers dorthin gekommen? Warum hat es ihn nicht in den Tod begleitet? Um das zu verstehen, muss man wissen, in welcher Beziehung der Aufklärer zur Institution Kirche stand, zu Lebzeiten. Voltaire war ein brillanter Geist. Er hatte eine spitze Zunge und nicht immer blieb er freundlich und höflich. Mit seinen größten Feinden, allen voran Rousseau, aber auch mit der katholischen Kirche im Allgemeinen.
Die hatte als Institution ein großes moralisches, politisches und religiöses Gewicht. Sie hinderte die Menschen daran, sich zu entwickeln. Als er am 30. Mai 1778 gestorben ist, hat er keine letzte Ölung erhalten. Und es begann ein regelrechter Wettlauf mit der Zeit, um eine Beerdigung zu organisieren. Voltaire kämpfte zeitlebens gegen die Kirche, weigerte sich als Christ zu sterben und war somit dazu verdammt, anonym in einem Sammelgrab beigesetzt zu werden. Ein erbärmliches Schicksal für einen Mann seines Formats. Als er in der Küche seines Freundes, dem Marquis de Villette, verstirbt, lässt dieser die sterblichen Überreste wegbringen. Der Leichnam wurde in aller Eile einbalsamiert. Ein Apotheker namens Mitoire wurde hinzugezogen. Er hat dafür alles benutzt, was ihm an Aromen zur Verfügung stand. Ingwer, Pfeffer, Kerbel, wohlriechende Sachen, Estragon, Kräuter de Provence. Und damit hat er die Leiche einbalsamiert. Und das ebenfalls einbalsamierte Herz hat er in eine Art Reliquienschrein gelegt. Und dann wurde seine Leiche bei Nacht und Nebel auf die Reise geschickt. Voltaire soll in der Abtei Cellière in der Champagne beigesetzt werden, im Beisein des Abbé Mignon, des Neffen des Philosophen. Der einbalsamierte Voltaire wurde nun also in Laken gewickelt und mit Schlafrock und Mütze auf eine Kutsche gelegt. Und so sind sie mit ihm durch die Straßen gefahren, haben mit dem toten, einbalsamierten Leichnam die Zollstation passiert. Und dort hat ihn ein Wachposten erkannt und ihm die militärischen Ehren erwiesen. So, als ob er noch am Leben wäre. Niemand hat gemerkt, dass er tot war. Die verwesende Leiche kommt schließlich in der Abtei von Cellière an und wird dort beigesetzt, aber ohne ihr Herz. Der Marquis de Villette nimmt es mit auf das Landgut in Ferney, nahe der Schweizer Grenze. Dort tauchte der Polemiker gern unter, wenn er dem Zorn der königlichen Verwaltung entgehen wollte. Der Marquis hat das Schloss von Ferney Voltaire gekauft und wollte nun dieses Herz zur Geltung bringen. Er hat das einbalsamierte Herz in seinem Schrein wie eine weltliche Reliquie verehrt und ein Gedenkzimmer in Voltaires ehemaligem Schlafzimmer eingerichtet, mit Leichentüchern, Kerzen etc. Und die Menschen sind von nah und fern gekommen, um andächtig vor dem Herzen zu verharren und die kleine Inschrift zu lesen. Sein Herz ist hier, sein Geist überall. Während der Französischen Revolution wird nicht nur die Herzreliquie des Kirchenfeindes inbrünstig verehrt. Voltaires Leichnam wird zum Nationalgut erklärt und muss nach Paris zurückgebracht werden. Die sterblichen Überreste wurden unter großer Anteilnahme der Bevölkerung exhumiert. Die Bauern haben ihre Kinder mitgebracht, damit sie die Mumie küssten. Manche haben auch kleine Teile entwendet, als Reliquien. Mehrere Zähne und sogar der linke Fuß der Mumie sind gestohlen worden. 1791, 13 Jahre nach dem heimlichen Begräbnis fern der Hauptstadt, kehrt Voltaires Leichnam nach Paris zurück. Die Revolutionäre überführen ihn ins Panthéon, den Ort, an dem sie die großen Männer des Landes begraben, als weltliches Gegenstück zur Basilika von Saint-Denis. Monsieur de Villette war nach dem Erwerb von Voltaires Anwesen in Ferney finanziell ruiniert und musste verkaufen. Aber natürlich hat er das Herz nicht dort gelassen, sondern nach Paris zurückgebracht. Genaueres ist nicht bekannt. Unter Napoleon III. Ist das Herz hierher gekommen. Er hatte verfügt, dass das Herz im Sockel der Gipsstatue von Udon aufbewahrt werden sollte. Wiederentdeckt wurde das Herz erst 1924 von dem neuen Verwalter der Nationalbibliothek, Pierre-Roland Marcel. Und hier ruht noch heute die am besten erhaltene Reliquie des geistigen Wegbereiters des Säkularismus. Und, kannten Sie diese Geschichte? Jeden Tag beenden wir unsere Sendung mit einer Rätselfrage. Welche europäische Stadt wurde als letzte von den Nazis befreit? Die Antwort lautet Saint-Nazaire. Bravo, wenn Sie es gewusst hatten. Das war nicht leicht.
In Saint-Nazaire haben die Kämpfe bis zum 11. Mai 1945 gedauert. 9 Monate länger als im restlichen Europa. Die Stadt war fast komplett zerstört und wurde nach dem Kriegsende zu einem Symbol des Wiederaufbaus. Deshalb hat Jacques Tati dort seinen Film gedreht. Mit »Die Ferien des Jacques Tati« in unserer Mediathek können Sie in diese Atmosphäre eintauchen. Morgen reisen wir weiter. A bientôt!